Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Landwirtschaftssimulator 2015 hier im Economy Times auf der Südhammer 9.0 Special Edition. Mit dabei der Pixelspaß. Hallo. Der Randy. Hallo. Und der total müde Tino. Hallo. Naja, total müde ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, wenn sie die Klüsen zuquetscht. Ja. Ist man etwas müde. Das kommt im Alter, da wird man schneller müde, ist so. Kennst das ja. Ja, darum ja. Ich kenne das. Da ist nichts mehr mit 48 Stunden Stream. Ja, war noch nie. Brandy hat mal gemacht. 24, ne? Naja, 48 damals noch zu altes Live-Zeiten. Aber, ne? Oi, oi. Was sind jetzt Lanz, ja? Nee. Mein längster Stream war 12. Wie hast du das gemacht, Randy, 48 Stunden? Weiß ich selber nicht mehr so genau. Voll, damals, das war ja noch dieser alte Live-Hype damals auch noch und das hab ich ja gesuchtet wie Sau und auch so bei Black Collar? Bei Black Collar damals ja. Noch, ja. Ja, da kam ich halt einfach auf die Idee, ach komm, machst du halt einfach mal. Es war dann aber auch Schmerzgrenze nach den 48 Stunden. Bis gar nicht, ich glaube irgendwie, das war dann den Sonntag? Schluss war an den Sonntag, ich weiß gar nicht, welche Stunde das dann war, da bin ich ja mal kurz eingepennt. Da kam da einer am TS rein, da hat dann irgendwie 30 Mal durchs Mikro gebrüllt, da bin ich wieder aufgewacht. Das war mal cool. Und man wusste halt, du permanent 48 Stunden, was du da drinnen tun konntest. Hattest du mal was zu tun? Altes das, Jahr. Das über warst du Bulle, nachts über hast du halt gefarmt. Ja, das hatte damals schon übelstes Suchtpotenzial, das Spiel. Was muss denn jetzt noch angesät werden, welches Feld? Guck da einfach mal. Guck da einfach selber mal. Also, ich muss ja sagen, ihr habt vorher LS gespielt, dann habe ich früher eure Videos geguckt. Und beim Randy habe ich damals gesehen, wo du mit dem Klick angefangen hast, nicht BCE, sondern Real Life. Arma 3 Real Life damals, ja. Genau. So, und den habe ich mir runtergeladen und da bin ich erst auf Arma 3 gekommen. Da habe ich aber einen halben Monat oder einen Monat gebraucht, um mich da reinzufuchsen überhaupt. Und dann hat er damals BCE den Server wieder gestartet, dann bin ich auch damit drauf. Und ab Björn im Live damals noch. Ne? Ja, ich muss sagen, ich habe so gut wie kaum noch LS gespielt. Ich weiß nicht warum. Aber die Zeiten von Björn im Live, da war das eigentlich schon alles wohl komplett abgeflacht. Das ging ja Anfang 2014? Ja, klar, Anfang 2014. Das ging ja so. Der Mod war ja schon länger draußen, in Deutschland halt relativ unbekannt. Und irgendwann hatte das so mal wieder Kronk mit Sarazar gespielt und dann ist es halt erst so richtig populär geworden. Es sind dann ja auch Kanäle aus dem Boden geschossen, die sind dann ja so massiv gewachsen. Und ja, und seitdem ging das los und ich weiß gar nicht, ich hatte das damals bei Ralfinger Club das erste Mal gesehen. Da hatte ich gedacht, naja komm, holst du es dir damals einfach, wo ich dann gesehen hatte, geil, kannst ja eigentlich alles machen, was du willst, ne? Und Mist wird hier nicht angenommen. Okay, dann in der Kompostanlage. Gut, dass ich rüber die ganze Map gefahren bin. Warte mal, wir bräuchten noch ein Maisschneidwerk. Wir haben noch eins oder haben wir? Haben eins, ja. Wir haben eins. Okay, dann können wir da noch Drescher nicht nehmen. Aber gut, ich habe jetzt hier an den New Holland rangemacht, weil da ist ein bisschen schneller. Naja, wie gesagt, wo ich jetzt gesehen habe, was du da alles machen konntest, ja, dann. Was los? Obwohl damals Black Collar Leader, das war auch reiner Zufall. Ich hatte damals irgendwie einfach nur diese Serverliste durchgesucht, war dann auf mehreren. Und Black Collar ist halt irgendwie, dann habe ich mir extra aufgeschrieben, den war ich dann, hat sich das dann halt irgendwann mal entwickelt. Aber das war dann mal 2014, vier Jahre nachdem ich mit WoW Token aufgehört habe, war das mal, ist wieder eins der Spiele, wo was du halt einfach mal wieder suchten könntest. War schon heftig. Ja, wir hatten ja, bevor wir uns offiziell kannten, hatten wir auch schon Kontakt auf dem BCE-Server. War ja Sanitäter und Tino hatte mit mir sogar mal gequatscht, war da glaube ich im Livestream oder so. Mhm. Da stand ich am Markt und dann hat die Thüringer zu Tino gesagt, hör das, ey du Thüringer Bratwurst. Ging das dann bloß, ja. Okay. War schon ein schönes Spiel, aber mittlerweile auch, na gut, totgesuchtet nach über 1200, 1300 Stunden. Den brauche ich.
Gibt's einen Mistbeamer oder sowas? Ne. Soll ich's noch fahren? Ne. Also die Spiele, die ich mich früher erinnern kann, wo so riesen Suchtpotenzial hatten, bei mir, so die ersten Spiele, Dune 2. Das war ja mal absolut das Game damals. Oder Siedler 2. Hab ich nie gespielt eigentlich. Ärgert mich das ein bisschen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das war so krass gewesen. Also für die Grafik, klar, VGA. So, erstmal der erste große Erfolg war schon, wenn du es installiert hast und alles lief. Sound, Grafik. Weil du musstest ja noch alles selber auswählen. Du musstest ja noch wissen, was du für Bauteile drin hattest. Das war ja noch, was für ein Soundblaster und. Dann war das ja, denn du musstest halt Bodenplatten bauen und auf die Bodenplatten konntest du dann in der Wüste erst bauen. Das war natürlich mega, ja. Und, cool. Und Siedler 2 stundenlang, ich weiß nicht, mein Vater... Siedler 2, oh, frag nicht. Ey, ich habe das damals auf 4 Disketten von einem Kollegen bekommen, ja. In ARJ gepackt und was nicht alles. Also ey, Siedler 2 habe ich auch gesuchtet wie nichts anderes. War krass, aber mich hat ein bisschen gestört, du hattest immer nur begrenzte Ressourcen. Ja. Musstest echt super planen, also manche Missionen waren gar nicht beim ersten Mal schaffbar. Aber es war cool, wie einfach diese kleinen Siedler da kamen und haben das ja da gebaut und alles. Ich war immer so stolz, wenn ich dann die Hauptwege alle, die sich ja selber abgegradet haben mit dem Esel dann. Ja, genau. Du musstest halt Esel anbauen, dann sind die dann mit dem Esel bestückt worden und absolut geil gemacht. Ja. Ja. Oder Command & Conquer. Oh ja. Das erste, was ich gespielt habe, damals Command Conquer Red Alert. So, dann war ich. Nee, ich habe seit dem ersten Teil, also den ganz allerersten, habe ich gespielt. Ich habe mit 14, 15 habe ich erst einen PC bekommen, mein erstes Mal. Und Ja, aber da gab es auch Command Conquer 1 schon. Aber ich habe keinen PC gehabt, ich habe auch keine Kohle gehabt, mir das zu kaufen. Ach so. Das ist bloß beim Kollegen immer bloß gesehen. So, und dann kam nachher immer auf diesen Zeitungen, Playstar oder wie sie alle hießen, dann kamen immer die CDs und dann mit den Trailer drauf. Wir haben den Trailer, glaube ich, x-mal angeguckt von Command & Conquer 2, wo dann die Russen ins Spiel kamen und so, mit dieser Atomrakete, die dann rauskommt und so. Geil. Und dann war es, ein Dreivierteljahr nach Release, konnte ich es mir dann endlich leisten, weil es im E-Center mal endlich im Angebot war. Oh, ich habe das auch, ey, verschlungen, das Ding, ey, mit Einstein und so. Das habe ich auch gesuchtet, also... Command & Conquer, da habe ich echt fast alle Teile gespielt, das war der Wahnsinn. Aber die sind halt leider immer schlechter geworden. Ja. Und ich habe mir immer mal vorgestellt, hier diese Red Tanya. Ja, ja, ja. Ah. Und Arno habe ich auch, also Arno habe ich auch seit dem ersten Teil. 16.01 war das, ne? Ja, genau. Ja. Das fand ich relativ schwierig zu Anfang, also wenn du wirklich... Also wenn du das, wo das erste Teil rauskam, ja, dadurch, dass ja so der erste Kontakt war mit so einem Spiel oder mit dem Spiel, war es anfangs sehr, sehr schwierig, das ist richtig. Ja. Ja. Und da hat man noch kein YouTube, wo dann Let's Plays waren, wo du alles angucken konntest, ne? Ja, richtig. Ja, ist richtig. Ach ja. Deswegen wäre ich auch Anno. Das neue Anno? Wie? Wann das jetzt kommt, das neue? Ah, ich weiß es gerade nicht genau. Im November, glaube ich. Jo, November. So bei Mitte November. Ja. Da kommt aber Fallout nachher auch noch, ne? Ja, Fallout kommt alles. Dann auch noch. Der November wird so teuer für mich. Ja, ja. Ja, was kommt denn an AAA? Also Fallout, das Anno, Call of Duty. Aber Fallout ist ja auch kein MP, oder? Nee, Fallout ist kein Multiplayer. Ja, ne. Den haben sie glaube ich diesmal weggelassen. Da gab's ja irgendwie immer so ein Ding. Fallout gab's noch nie Multiplayer. Ne? Nee. Ach nee, das war bei Halo, ne? Ja. Bei Halo, den haben sie da weggelassen. Ja, ne, ich glaube, na klar, Call of Duty kommt, Halo, Quatsch, hier Anno, dann das hier Fallout, dann Star Wars Battlefront, könnt ihr auch, ja. Ja, Need for Speed haben sie ja für den PC verschoben, das kommt auch wiederum für die Konsolen. Ja, es wird relativ, was AAA-Spiele angeht, relativ viel, aber Simulatoren kommen ja auch wieder ein Haufenweise raus. Ich muss dazu sagen, ich habe mich verleiden lassen und hab Dings vorbestellt, Fallout. Okay. Relativ günstig. Wie viel? 35. Wow. Ist er, oder? Hä? Ist er, oder? Nee, nee,
waren das? Das war der eine Tag, da haben die 30% auf alles gegeben. Weiß nicht mehr, wann das war. Ich muss gucken, wo es war. Aber kein Kiezeller. Bei Kieseller bieten das ja schon für den Preis mittlerweile an. Ja, Das ist ja. ja Wahnsinn. Die Hühner bieten sich ja teilweise ein bisschen 6%. Ist das ja. Zack, dann halt nicht. Wenn er nicht will, will er nicht. Also was bei mir jetzt im nächsten Monat auf dem Plan steht, natürlich LS Add-on und Euro Truck Simulator California. Wird auch American angekündigt. Truck. Der Multiplayer? Ja, Nee. aber nicht, doch, aber nicht sofort. Den reichen die nach. Okay. Ja. Ist auch ein bisschen arm. Na gut, guck mal, für ETS 2, das ist ja komplett eine eigenständige Entwicklung von Leuten gewesen. Ja. Der kam ja erst, keine Ahnung, ein Jahr, 2 Jahre später. Und dann haben sie jetzt gesagt, gut, beim American Truck machen wir halt auch rein, aber er kommt halt nicht sofort, sondern dauert halt ein bisschen länger, weil sie das dann halt auch selber noch irgendwie erstmal auf der Reihe kriegen müssen. Weil der ETS 2 MP hat ja in den Anfangszeiten auch massiv rumgespackt. Ist ja nicht so Ja. einfach, wenn du da 5000 Leute auf solchen Server laufen lässt. Ja, das ist richtig. So, aber der, also von der Gamescom hat derjenige gesagt, der da dort fort war, der meinte, ja, aber nicht bei Release, sondern kurz nach Release. Aber da freue ich mich natürlich auch drauf, weil Kalifornien unsicher machen, ist halt schon geil, ne? Die. Wie gesagt, es spielt sich genauso wie ETS. Es ist eigentlich auch das gleiche Grundgerüst wie ETS, halt einfach nur mit einem komplett amerikanischen Setting und halt LKWs. Also Aber mich würde ist so eigentlich vollkommen in Ordnung so, weil die Grafik sieht auch ganz gut aus und die sollen nur gar nicht so viel dran verändern. Aber Hauptsache mal so Ami-Trucks, Ami-Straßen und alles, das sah schon gut aus. Also mich würde es freuen, wenn sie das so umsetzen wie 18 Wheels of Steel. Nur Dafür ist mit es der. halt, dafür ist es halt so viel ETS noch. Ja, aber mit der Engine vom ETF. Also 18 Wheels of Steel war ja mal, Wow, also cool, ja. absolut Hammer, ne? Mit den Funksprüchen in dem Ja, Wetter und ja. alles, ja, das fehlt im ETS eigentlich auch noch so. Ja, aber nee, das wird schon relativ schnell gehen. Naja, gut, von Simulatorentechnisch kommt dann jetzt im Oktober jetzt noch diese komische Rettungsgedöns daraus, dieses Rettungsboot wieder. Tausende OMSI-Addons, die keiner braucht. Was kommt da noch raus? Die Economy, das kommt aber schon im Dezember raus, das haben sie dahin verschoben. Wird auch noch ganz cool im Multiplayer wieder, wenn es besser funktioniert wie im Bausimulator. Ich zweifle dran, weil gleiche Engine. Ah, am 19. Oktober wird in World of Warship die deutschen Ja. Kreuzer und die russischen Zerstörer freigeschaltet. Ja, das wird mal Wann? Zeit. Am 19. Oktober. Ich habe auch gespielt Freitag im Stream, Björn. Oh, GZ. Und? Ja, bin bis Tier 4 hochgekommen. Okay. Ja, Von. könnte man schon zusammen machen. Also ich finde ja zum Beispiel Tier 3. Die St. Louis ist ja wohl absolut geil mit den vielen Knappen, mit den vielen Kanonen drauf. Ja, genau. Mit HE tust du jedes Schlachtschiff für sowas von unter Druck setzen. Aber das ballert bei dem, klingelt bei dem bloß noch drüben. Ne? Ja, Und muss ansonsten halt ich. rankommen, ne? Ja. Ja, gut. Das natürlich. Aber ich fahre zum Beispiel Geldmaschine, fahre ich die Tirpitz. Ist natürlich exklusiv, also musst du echt Geld bezahlen. Ansonsten die Cleveland habe ich jetzt. Mit der bin ich sehr, sehr Wozu zufrieden. nimmst du die? Ach so, zum Geld generieren. Ja, weil die Tirpitz fahren auch die großen. Wenn du die großen Streamer guckst bei WoW, WoWs, die fahren alle die Tirpitz zum Geld machen einfach. Und das ist einfach so, wenn du wirklich intensiv Was hat die für spielst, ein Tier? Tier 8 ist das. Ach, dann ist das Da die. legst du schon mal 20, 30 Euro hin, oder? Das Komplettpaket mit allem drum und dran, also mit Stellplatz, Gold und Premium, mit dem Schiff 60 Euro. Aber die haben so glaube ich mittlerweile vorerst die Wie Aktion lange gehört, eben Premium? im letzten Block. Ja. Wie lange Premium im Monat? 30 Tage. Das Also heißt 10 doppelte Euro. XP oder was? Ja. Doppelte XP und auch mehr Gelderlöse. Okay. Oh, schon Das im ist. Monat kostet 200, nee, 2500 Gold, ne? Ja, also Ja, ich genau, sag mal, sind 10 Euro. wer es jetzt wirklich bloß Just for Fun mal zwischendurch spielt, absolut möglich auch so zu spielen, natürlich auch langwierig, aber wer es intensiv spielt, der investiert natürlich auch freiwillig dann Geld, ja, irgendwann. Einfach so, darauf ist es ja auch ausgelegt. Wie gesagt, die haben sie momentan laut ihren letzten Blogger-Eintrag erstmal deaktiviert. Also jetzt nicht in-game, sondern halt die ganzen Phasen nicht kaufen. Also die Wollten die. Tirpitz, die war nur begrenzt, glaube ich, 1 oder 2 Wochen da zum Kaufen. Deswegen, das haben sie ja schon mal Genau. deaktiviert bei ihrem letzten Blog-Eintrag. Aber ja, die deutschen Kreuzer und alles, das wird schon ganz lustig werden. Bismarck haben sie ja nur für alle frei, die Triptis ist halt als Premium-Schiff dann noch. Und Die ansonsten Pit. noch die Dresden als Kreuzer.
Ja. Die Bismarck kommt ja als Schlachtschiff dann erst. Ja, Bismarck war genau, ein die ist ja Schlachtschiff, von. ja. Ja, und der Tier 10 Kreuzer ist schwierig, ist normalerweise ein Panzerschiff gewesen früher. Aber muss man sehen, ja. Lass mich überraschen. Also ich werde auf alle Fälle, bei mir kommt ja, glaube als Übergangslösung, wenn Nostalgie nicht läuft, kommt ja bei mir immer so ein bisschen mehr OWS. Und ich habe eigentlich ganz, ganz Spaß dran, so zum Abschalten mal, so Tiefenentspannung. Also wenn die neuen Schiffe kommen, können wir gerne zusammen, also würde ich gerne, also so einsteigen, dass wir auch was aufnehmen, also dass ich auch was aufnehmen für YouTube wieder. Ja, auf alle Fälle, ja. Dann, weil dann müssen wir beide bei Tier 1 ja anfangen bei den neuen Schiffen. Oder? Ja. Ja, also ich habe Logisch. T1, die habe ich immer noch, Erie und so, die habe ich alle noch. Ja, aber bei neuen Schiffen, wenn du Deutschen. deutsche Schiffe, musst du ja sowieso auf Tier 1, du musst ja Schiff-XP Genau. farmen, um hochzukommen. Genau, ja. Genau, und da, wenn du willst, können wir Division fahren, kein Thema. Würde ich definitiv wieder mit einsteigen, ein bisschen was machen. Bin ja auch zu Hause, ne? Dann hab ja Papa Urlaub, ist ja eigentlich ganz chillig dann. Da geht halt auch mal um die. Achso, nee, da pennst du, ne? Nee, Wann? wie, mittags, ja. Also ich stehe meistens so gegen 1 auf. Ja, siehst du. So, ich bin fertig. Jo. Also, dann lasst euch nicht unterkriegen oder absaufen lassen, je nachdem. Schaut in die Videobeschreibung, da sind die anderen auch mit drin. Ja, klickt drauf, lasst uns einen Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und morgen, wenn alles klappt, ich hoffe es und ich glaube es auch, ist der Modder da. Dann sehen wir Genau. uns bis nächste Woche. Ciao, ciao. Jo, Tschüss. tschüss.